Am frühen Donnerstagmorgen gingen in Pocking die Alarmsirenen. Im Zentrum der Stadt war im Keller eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Dort war es in der Gastherme zu einem Schwelbrand gekommen. Die Feuerwehren aus Pocking und Tettenweis waren schnell vor Ort. Wir sind alarmiert worden zu einer Rauchentwicklung im Gebäude, Personen in Gefahr. Mit Hilfe der Drehleiter und den Atemschutzträgern wurden vier sich in einer Wohnung des Hauses befindliche Personen geborgen und ins Freie gebracht. Evakuiert wurde auch die Katze. Vier Personen sind aus dem Gebäude gerettet worden, sind vom Rettungsdienst betreut worden, soweit alles in Ordnung. Durch den Schwelbrand an der Gastherme im Keller des Hauses zogen Rauchschwaden durch das ganze Haus. Wie die Polizei mitteilte, kamen eine 34-jährige Frau und ihre 11-jährige Tochter mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Wir haben eine Rauchentwicklung aus dem Keller vorgefunden. Ursache war eine brennende, rauchende Gastherme im Keller. Sicherheitsventile in der Gastherme verhinderten laut Polizei einen größeren Schaden. Der blieb durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren gering und beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Nachdem der Brandherd gelöscht und das Wohnhaus gelüftet war, durften die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Ersten Erkenntnissen nach hat ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.